herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Schwarzwald TV, Ihrem regionalen Infokanal auf YouTube. Ich bin wieder unterwegs auf Reportereinsatz und wo ich bin, das erfahren Sie nach dem Intro. Am Dienstagabend, den 10. September 2019, hat sich an der K6533, der sogenannten Hauptstraße, die von der Lochmatt nach Herrischried führt, ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Der Nachrichtenbeitrag folgt. Herrischried. Reif für die Schrottpresse ist ein Citroën C2, der am Dienstagabend zwischen Herrischried und Lochmatt sprichwörtlich den Abflug gemacht hat. Am Dienstag, den 10. September 2019, gegen 21.30 Uhr, befuhr nach Mitteilung der Polizei ein 25-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen die K6533 von Herrischried talwärts in Richtung Lochmatt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Begrenzungspfosten und landete im Graben. In der Folge rutschte der Kleinwagen den Graben entlang, prallte gegen ein Kanalrohr und überschlug sich mehrfach. Laut Polizei hatte der Fahrer großes Glück und blieb bei dem Unfall weitgehend unverletzt. Übrig blieb ein weit zerstreutes Trümmerfeld von Einzelteilen und auch Lebensmittel auf der neben der Fahrbahn angrenzenden Wiese und im Graben. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Es musste geborgen und abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Danke fürs Dabeisein und weg bin ich.